So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu Black Mirror 1. Wir haben letzte Folge grandios uns durch alle Rätsel durchgehauen. So, wir haben den Steinsarg von Marcus gefunden. Let's go. Was verbirgt er? Ich glaube, wir haben im Buch schon gelesen, dass sein Leichnam nicht dort ist. Schau rein. Geh doch nicht weg. Marcus. Doch? Okay. Der erste Gordon. Hier ist ein Schlüssel. Der Schlüssel sein, von dem William in seinem Tagebuch schrieb. Der erste von den fünf. Und ein Buch. Kein Mensch heute erinnert sich an den Ursprung des Portals zwischen den Welten, den Black Mirror. Diese Aufzeichnung soll als Warnung an jene dienen, die sich blind nach Macht sehnen, vom Pfad des Schicksals abkommen und ihre Seelen den Kräften des Bösen öffnen. Unser Schlossherr Mordred, ein amoralischer, schlechter Mann, quälte das Volk dieser Länder viele Jahre lang mit seiner Bosheit und seinem Hass. Seine Macht wurde jedoch durch Marcus gebrochen, als dieser vom Krieg gegen die Heiden in fernen Ländern heimkehrte. Mordred, wohl vertraut mit den Gewohnheiten seines Feindes, traf sorgfältige Vorbereitungen, um den Angriff seines Bruders abzuwehren. Wissend, dass selbst die starken Schlossmauern dem Angriff nicht ewig standhalten würden, stieg er in die Gruft unter der Kapelle hinab. Dort, im Herzen der Dunkelheit, öffnete er den Black Mirror und bat die Wesen der Schattenwelt um ihre Hilfe, um sein Schicksal abzuwenden. Er war jedoch nicht der Einzige, der von den geheimen Gängen unter dem Schloss wusste. Durch diese schicksalsschwere Entscheidung gelang es Mordred, die Oberhand zu gewinnen. Für Marcus wurde die Zeit knapp. Während seine Männer um ihn herum starben, begriff Marcus, was er tun musste. Zornerfüllt kämpfte er sich durch die Reihen des Feindes und in das Labyrinth, das zur unterirdischen Kapelle führte. Dort überraschte er seinen Bruder und hieb mit aller Macht auf diesen ein. Mit dem Zorn der Gerechten traf sein Schwert sein Ziel und kalter Stahl durchstach das Herz des Tyrannen. Der Sieg war zum Greifen nahe. Am Rande des Abgrunds schwankend, nahm Mordred seine letzte Kraft zusammen und sprach seine letzten, verzweifelten Worte. Im Angesicht seiner Niederlage stieß er mit hasserfüllter Stimme die finsteren Verse des Fluches aus. Auf denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten. Einer deiner Nachfahren wird die Seelen von fünf Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Und ich werde zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Dann fiel Mordred auf die Knie, und als er seinen letzten Atemzug nahm, wurde er vom schwarzen Maul des Black Mirror verschlungen. In diesem Augenblick erklang ein ohrenbetäubendes Donnern, und die Kapelle wurde von einem blendenden Licht erfüllt. Danach folgte gespenstische Stille. Eines bleibt noch zu tun. Marcus übergab vier Schlüssel der Macht an die Lords der Familie Gordon. Den fünften Schlüssel behielt Marcus selbst. Nie wieder sollte der Schlüssel in die Hände eines Sterblichen fallen und das Tor zwischen den Welten des Guten und des Bösen geöffnet werden. So endet die Geschichte unseres Lords, der uns in den finsteren Zeiten gerettet hat. Möge seine Seele ewig in Frieden ruhen. Isidor Whale, in treuem Angedenken an Marcus Gordon, 1240 AD. Black Mirror. Die geheime Kapelle, die im Buch erwähnt wird, muss sich irgendwo unter dem Schloss befinden. Ich werde die fünf Schlüssel suchen und das zu Ende führen, was William nicht gelang. Wow, 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 wow. Okay, I'm hyped. Okay, okay, Freunde, nice. Wir haben einmal den Schlüssel, den ich in Marcus Grab gefunden habe. Den ersten heiligen Schlüssel, so, der ist unwichtig, vielleicht können wir den auch nochmal einsetzen. Und hier haben wir Marcus Gordons Chronik. Nice. Okay.
So, jetzt die alles entscheidende Frage. Wie komme ich hier wieder raus? Hier ist ein Kerzenhalter. Ich sehe nichts von Interesse. Ich sehe nichts von Interesse. Ich sehe nichts von Interesse. Hä? Ich sehe nichts von... Der Weg ist blockiert. Da komme ich nicht mehr heraus. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern niederzuschreiben, aber es war leichter, ihn mir einzuprägen. Ich habe auch einen außerordentlichen, höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in Form einer vollkommenen Kugel gefunden. Als ich sie berührte, war mir, als würde mich den Atem von Jahrhunderten spüren, ein seltsames Gefühl. Vor dieser Nacht, naja, da ist... Ich habe 2 Tage lang nicht geschlafen und ich höre Stimmen. Ich sehe nichts von Interesse. Aber wir sind jedoch noch nicht fertig. Der Schlüssel, den ich in Markes Grab gefunden habe. Ich sehe nichts von Interesse. Rechtsklick. Oh, ich bitte dich. Ich bitte dich, ja. Wo ist sie hin? Ja, hinterher. Sind wir jetzt tot? Er kommt als Zombie wieder. Ah, tut mir der Arm weh. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Okay. Hier, versuchen wir den Hebel umzulegen. Eine Art Mechanismus mit 3 Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Wenn ich bloß die richtige Einstellung wüsste. Ich muss es wohl einfach ausprobieren. Nichts. Die Hebel müssen falsch stehen. Der Mechanismus bekommt keinen Strom. Du willst jetzt nicht wirklich. Ein
Ein verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein. Es klemmt. Es bewegt sich kein Stück. Alter, unsere ganzen Gegenstände sind weg. Was? Ey, du willst mir jetzt erzählen, dass ich mich da wirklich blind durchprobieren muss? Das muss ein Scheißwitz sein. Ausgezeichnet. Mit Licht geht alles leichter. Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Nee, okay. Die meisten sind noch heil. Die Kamera ist kaputt. Ja, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wurde ein bisschen aussortiert. Sie enthält einige Münzen. Wichtig. Immer eine Münze dabei haben. Da ist ziemlich viel Geld drin. Okay, lass uns erstmal speichern, mein Lieber. Moin. Wieder anmachen. Das war jetzt einfach nur Glück gerade. Also wirklich nur reines Reinballern. Es klemmt. Da ist ein Seil. Okay. Das können wir sogar gebrauchen. Ein kräftiges Seil. Das müsste einiges an Gewicht aushalten. Das kann ich vielleicht mal gebrauchen. Ja, ist nie schlecht. Aber das Kabel bringt dich vermutlich um. Ist so blöd. Nein! Nein! Ich wusste nicht, dass man verrecken kann. Ist es witzig? Ist das witzig? Er geht auch einfach hin. Er so, wie? Ich soll's anfassen? Klar. So ein Depp. Also, Samuel, wirklich. Was hast du eigentlich ohne uns gemacht, die letzten Jahre? Ein kräftiges Seil. Das müsste einiges an Gewicht aushalten. Wir haben 25 Folgen gebraucht, um den ersten Schlüssel zu kriegen. Wie lange dauert es denn, um den Rest zu finden? Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. Ein alter Drahtschneider? Ah. Er ist verrostet, aber funktionsfähig. Das Ding ist, wenn ich den Strom wegmache,
dann müsste ich das Kabel auch wegmachen können. Ein Stromkabel. Ein Stromkabel. Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Gut. Dann machen wir das Ding wieder auf. Abgeschlossen. Nur noch dieses Ventil. Es klemmt. Es bewegt sich kein Stück. Es klemmt. Puh. Ich meine, viele Möglichkeiten haben wir nicht. Williams Todesanzeige. Ich will hoffen, dass es irgendwo noch einen Ausgang gibt. Ja, ich auch. Aber irgendwie muss man hier reinkommen. Da ist ziemlich viel Geld drin. Ich habe in letzter Zeit oft Kopfschmerzen. Die behalte ich lieber. Sie fühlt sich merkwürdig an. Ja gut, das Buch wird uns jetzt nicht weiter helfen. Der Schlüssel, den ich in Markes Grab gefunden habe. Eine gewöhnliche Metallmünze. Ein kräftiges Seil. Das müsste einiges an Gewicht aushalten. Das kann ich vielleicht mal gebrauchen. Abgeschlossen. Er ist verrostet, aber funktionsfähig. Irgendwas müssen wir mit diesem Ventil machen und ich komme gerade nicht drauf. Freunde, ich würde mich für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Uni-Let's Play. Ciao, ciao.